Ihr habt einen akuten Bandscheibenvorfall, der von einem Arzt diagnostiziert worden ist, beziehungsweise durch ein MRT bestätigt worden ist, dann kann ich euch von diesen drei Dehnungsübungen wirklich ganz stark abraten. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier in der Gesundheitswelt. Mein Name ist Peter und in meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen und vor allem Verbesserung nach Bandscheibenvorfall. Und was ich ganz, ganz häufig in den Kommentaren immer lese, ja Peter, ist zwar schön, dass du uns die ganzen Infos gibst, aber was können wir denn als Übungen zu Hause machen oder was kannst du uns denn empfehlen, auch aktiv zu machen? Und in diesem Video geht es darum, dass ich euch einmal mitgeben möchte, was ihr auf keinen Fall machen solltet. Denn gewisse Übungen, die vielleicht bei einem anderen Beschwerdebild, was man vielleicht irgendwo vertauschen könnte oder wo man einfach sagt, ich würde trotzdem ganz gerne irgendwas zu Hause machen, diese drei Übungen sorgen dafür, dass wir eine sofortige Verschlechterung erwarten können und davon müssen wir auf jeden Fall die Finger weghalten. Die erste Übung, von der ich euch auf jeden Fall abraten kann, ist die so häufig gezeigte Taubendehnung, wo wir das eine Bein so nach vorne ausstrecken, egal ob wir das Bein jetzt noch weiter nach vorne bringen oder nach hinten bringen, aber wo wir das Bein so anwinkeln, wo wir uns dann so in der Mitte positionieren und wo wir dann quasi versuchen, so nach vorne zu kommen. Das wird auf der einen Seite vielleicht gut gehen, auf der anderen Seite bringt es quasi durch diese Übung, wenn wir hier in dieser Position sind und wir kommen hier nach vorne, auch wenn wir einen geraden Rücken haben, dann kann es dazu führen, dass wir die Bandscheibe im Grunde nach hinten, weiter nach hinten rausdrücken. Und wenn wir Kontakt quasi, wenn die Bandscheibe den Nerv bedrängt und wir in dieser Position sind, dann bringen wir im Grunde die Bandscheibe durch den Druck im Gefühl noch weiter nach außen, dehnen im Grunde die Nerven und das kann dazu führen, dass wir den Vorfall einfach nur noch mehr rausschieben. Also entsprechend bitte bei einem akuten Bandscheibenvorfall diese Übung nicht machen. Wichtig ist, warum passiert es denn aber trotzdem, dass so viele Leute sagen, ich habe einen Rückenschmerz und ich mache diese Taubendehnung? Und zwar, diese Geschichte, diese Übung wird im Grunde sehr häufig empfohlen, wenn wir Probleme mit dem Rücken haben, aber im Grunde ein Segment tiefer, nämlich im Iliosakralgelenk. Oder wenn wir so ein Piriformis, eine Blockierung vom ISG haben oder auch so eine Art Piriformis-Syndrom haben, wo der Piriformis dann halt zu viel Spannung hat und gegebenenfalls dann auf dem Ischiasnerv. Es gibt so ein Konglomerat an Bezeichnungen, die im Grunde das gleiche Syndrom beziehen. Und da ist diese Dehnung tatsächlich von Vorteil. Da müssen wir gucken, dass wir unsere Hüften, dass wir die Einstellung, die Justierung von unserer Hüfte, dass wir die schön symmetrisch hinbekommen. Im Rahmen aber von einem Bandscheibenvorfall ist diese Übung wirklich Gift. Und das Problem ist aber, dass die Symptome bei einem Bandscheibenvorfall und bei so einer ISG-Beschwerdeproblematik, dass sich diese Symptome sehr, sehr ähnlich sind. Das bedeutet, auch bei einer ISG-Irritation haben wir auch so ausstrahlende Schmerzen über das Gesäß und viele sagen, ah, vielleicht ist das ja gar kein Bandscheibenvorfall und ich probiere es einfach mal durch. Ich habe ganz viele Leute, die mich kontaktiert haben oder die auch schon bei mir waren, die gesagt haben, Peter, ich möchte dich jetzt gerne im Rahmen von einem Personal Training einmal buchen. Ich bringe meine ganzen Befunde mit. Die kommen dann zu mir, da gehen wir alles durch. Und da waren einige dabei, die gesagt haben, ich habe es mit dem Bandscheibenvorfall noch schlimmer gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe eher so eine ISG-Blockade, haben dann quasi trainiert und haben mobilisiert, wollten quasi dann die Hüfte frei machen und haben durch diese Dehnungsübungen das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Also, wenn ein Orthopäde, ein Arzt, ein MRT bestätigt hat, dass ihr einen Bandscheibenvorfall habt, egal ob in der akuten Phase, also innerhalb der ersten Woche, aber auch bis zum Ende der sechsten Woche gefühlt, bis es euch wirklich deutlich besser geht, diese Übung nicht machen, die Taubendehnung nicht machen, denn das kann dazu führen, dass der Bandscheibenvorfall noch schlimmer wird. Die zweite Übung, die ich euch einmal zeigen möchte, die ihr auf jeden Fall auch vermeiden solltet, ist diese Mobilisation für das Iliosakralgelenk, wo wir uns so auf den Rücken legen, wo wir die Arme so zur Seite ausbreiten und wo wir uns dann so rüber rotieren. Das eine Bein ist dabei oben. Das Ganze kann man entweder mit einem gestreckten Bein oder mit einem gebeugten Bein machen, wo wir versuchen, die Wirbelsäule
im Grunde über eine Rotation lang zu ziehen und das auf der rechten und auf der linken Seite die Hüftmuskulatur zu dehnen und dass wir quasi auf der rechten und auf der linken Seite der Wirbelsäule wieder schön Beweglichkeit reinbringen, eine Mobilisationsübung, eine Dehnungsübung. Aber auch das führt dazu, dass wenn wir das in einem falschen Winkel machen, dann kann es dazu führen, dass wir genau durch diese Rotation und diese Verlagerung von unserer Wirbelsäule, dass wir punktuell genau da, wo die Bandscheibe eingerissen ist, dass wir dort einen quasi oder gegenüberliegenden Druck erzeugen und dass wir die Bandscheibe genau in den Bandscheibenvorfall wieder noch mehr rausdrücken. Also, ganz wichtig, habt ihr einen akuten Bandscheibenvorfall, versucht, wenn es geht, den Rücken nicht extrem in Beugung oder auch in Beugung und in Rotation, das ist gerade hier bei der Taubendehnung und bei dieser Dehnung zur Seite, gerade da der Fall. Also bitte auch diese zweite Übung bei einem akuten Bandscheibenvorfall nicht machen. Die dritte Übung, von der ich euch auf jeden Fall auch abraten möchte, ist diese typische Dehnung, wie man sie auch im Stehen macht, wo wir beide Beine nach vorne ausgestreckt haben und wo wir uns dann rund machen und versuchen im Grunde die Oberschenkelrückseite, die komplette hintere Muskelkette irgendwo zu dehnen, wo wir so nach vorne kommen oder manchmal stellen wir das eine Bein auch so seitlich an und versuchen dann quasi hier nach vorne zu kommen, um eine gute Dehnung zu erreichen. Natürlich ist es so, dass wir bei einem Bandscheibenvorfall im Grunde reflektorisch, dass sich unsere Muskulatur fest wird. Sehr viele Bandscheibenpatienten sagen, dass die Rückenstrecker richtig fest zu werden, dass sie sagen, oh, ich bin so steif. Und da macht es durchaus Sinn zu sagen, ich möchte gerne, um diese Rückenmuskulatur wieder ein bisschen zu detonisieren, auch wieder ein bisschen mehr Muskellänge herzustellen, dass wir diese Dehnung zwar machen, aber auch da haben wir durch diese Beugung, durch diese Flexion in der, vor allem in der Lendenwirbelsäule, kommt es dazu, dass hinten auf der Bandscheibe das zu einer Druckerhöhung kommt und dass wir im Grunde in das verletzte Segment, im Grunde, dass wir da noch mehr Bandscheibengewebe rausschieben. Also auch bitte, diese Dehnung, wo wir nach vorne gehen, egal ob im Stehen, ob wir uns danach vom Stehen nach unten runterbeugen oder wo wir das eine oder das andere Bein mit anstellen und uns dann nach vorne neigen, diese Übung bitte nicht machen, einfach aus dem Grund, dass dort die Gefahr sehr groß ist, dass der Bandscheibenvorfall schlimmer wird. Vielleicht als Abschluss nochmal, wird vielleicht auch die Frage kommen, wann kann ich das Ganze denn irgendwo machen? Ich verlinke euch hier und hier oben und auch nochmal unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung, der Videobeschreibung, verlinke ich euch ein Video zu den Heilungsphasen nach Bandscheibenvorfall. Das ist schon ein Video, das ist schon ein bisschen älter, das sind aber die Videos, die bei mir gefühlt auf meinem Kanal am meisten geklickt werden, weil dort wirklich sehr gut erklärt wird, wie so eine Bandscheibe heilt, welche Phasen wir dort haben. Und ich kann euch nur eine Sache sagen, im Rahmen von einer akuten Entzündungsphase, also vielleicht wirklich bis zum 4., 5., 6. irgendwo Tag, spätestens nach einer Woche ist diese akute Entzündungsphase nochmal zu Ende. Danach kommt bei einem Bandscheibenvorfall die sogenannte Proliferationsphase, also diese Phase, wo die Bandscheibe heilt, wo das Gewebe dort quasi oder wo neue Zellen profilieren, also wo quasi neues Gewebe entsteht und die Bandscheibe heilt. Das kann bis zur 6. Woche dauern. Und wenn wir dort eine Bandscheibe haben, die im Heilungsvorgang ist, und wir dehnen dort natürlich rein, dann unterbrechen wir die und reißen quasi im Grunde alles, was an Heilung schon mal stattgefunden hat, reißt dann komplett wieder auf und wir beginnen die Heilungsphase wieder von vorne. Und auch das habe ich immer wieder gemerkt, dass die Leute in dem Augenblick, wo sie sagen, oh, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen fit, ich merke schon, dass der Schmerz ein bisschen weniger ist, haben dann angefangen, vielleicht auf eigene Faust oder vielleicht auch mit jemandem mit einem Fitnessstudio, wo vielleicht keine so gute Betreuung ist, haben vielleicht dann gesagt, jetzt gebe ich wieder Gas, mir geht es ja schon ein bisschen besser. Und dass es dann zu einem Rückfall kam. Mein Erfahrungswert sagt, dass von 5 Bandscheibenpatienten, die nicht aufgeklärt sind, das heißt, wo der Arzt sich nicht kümmert, wo keine Physiotherapie gemacht wird, wo kein im Grunde medizinisches Umfeld da ist, was euch durch diesen Bandscheibenvorfall mitbegleitet, dass von 5 Patienten, die einen Bandscheibenvorfall haben, 2 eine Verschlechterung erfahren. Das bedeutet, dass die einen Rückfall haben. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Erste, was ich immer den Leuten sage, die zu mir kommen, ist, erstmal schön langsam machen, nicht übertreiben, nicht zu früh trainieren, einen Bandscheibenvorfall erstmal ganz in Ruhe lassen, nicht direkt mobilisieren, nicht sofort in die Bewegung, ja, und vor allem nicht die Wirbelsäule übermäßig durchbewegen, vor allem nicht beugen.
Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch durch dieses Video etwas Gutes tun. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärung betreiben. Ich weiß, manchmal ist es Übung, Übung, Übung. Ich will was machen, ich will aktiv werden. Aber manchmal ist es auch sinnvoll, mal die Füße stillzuhalten. Gerade bei einem Bandscheibenvorfall in der ersten Phase macht es durchaus Sinn, schön Timer zu machen und schön entspannt zu bleiben, den Körper die Heilungszeit auch zu geben. Schreibt doch mal unten in die Kommentare mal rein. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr einen Bandscheibenvorfall gehabt? Habt ihr dann Ruhe gegeben? Habt ihr dann eurem Körper Zeit gegeben zu heilen? Oder habt ihr versucht, eventuell dann sofort durchzutrainieren? Das würde mich interessieren. Wie sind eure Verläufe so gewesen? Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal ganz kurz auf Daumen hoch macht, wenn ihr das Video liked. Damit könnt ihr mich sehr, sehr gut unterstützen, weil der YouTube-Algorithmus mich dann entsprechend nach oben pusht. Also gerne auch nochmal ein Like da lassen. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat oder wenn ihr auch im Rahmen von diesem Video auch andere Videos von mir findet, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao.